Oh nein, es sind die Typen. Ja, wenn man die nämlich abknallt, dann regnet's. Super hot. Super hot. Super hot. Ich hoffe, das sieht nach der Bearbeitung genauso gut aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Wisst ihr was? Immer wenn ich dieses Spiel hier spiele, fühle ich mich wie Kylo Ren in Star Wars. Einfach mehr, mehr, mehr. Und man kann sagen, was man will. Kylo Ren ist cool. Und damit willkommen zurück hier bei Super Hot Mind Control Delete, wo wir weiter absteigen oder aufsteigen, je nachdem, wie man es interpretieren will. Na, absteigen in das System, aber aufsteigen levelmäßig, aber auch gegnermäßig, sowohl von der Anzahl her, als auch der verschiedenen Typen der Gegner, denn ich bin mir sicher, da wird schon sehr bald etwas Neues kommen. Ich bin gespannt. Wir starten durch mit Knoten 3a, weil hier unten wäre irgendwas mit Knoten 4, da wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich will lieber das mit 3 noch fertig machen. Wir gucken einfach mal. Der Charge ist natürlich sehr praktisch. Hier ist die Hölle los. Oh je. Bibliotheca. Kannst du nicht bitte. Danke, finde ich super. Dann Stift für dich. Das ging genau dahin, wo es weh tut. Okay, ich muss irgendwie aus meinem Spawn raus. Hier, lies mal ein Buch. Donde está la biblioteca? Dann du. Das ist nicht gut. Also eigentlich könnte ich... Soll ich mich snipen lassen? Ich lasse mich snipen. Do it, wir starten das neu. Ich glaube nämlich, wenn man... Weißt du, wenn ich draufgehen will, passiert es nicht. Ich glaube nämlich, wenn man drauf geht, startet man nicht alles neu, sondern nur den aktuellen Cluster. Ja, genau, wir starten vom Anfang. Das war jetzt nicht gut von mir. Das war nicht gut. Das Dojo. Da bin ich dabei. Gib das Ding her. Könnt ihr euch mal entscheiden, in welche Richtung ihr gehen wollt? Mein Gott. So, jetzt das gerade eben war nur zum Aufwärmen, okay? Das war nur, um warm zu werden. Eben, wenn sowas direkt am Anfang passiert, kann ich mich eigentlich direkt umlegen lassen, weil dann ist es sinnlos. Dann ist es sinnlos, das weiterzumachen. Das bringt nichts. Weil sonst bin ich die ganze Zeit unter Druck. Das ist schon nicht so geil. Ja, gib mal her, das Schwertchen. Peinlich. Hi. Nice. Der nächste Spawn müsste hier sein. Railgun Boy. Zu weit weg. Ja, gib mal her, das Ding. Der hat das vorhergesehen und schießt jetzt auf mich. Frechheit. Die sind echt gut. Also die Gegner... Ne, es werden mehr und gefühlt schießen sie auch besser, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Die Kapelle. Joink. Ich sagte Joink. Das ist das internationale Zeichen von Gepär, das Ding. Dann treffe ich nur den hinteren. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Das ist, ja, hier, nimm. Dann du. Dankeschön, ich brauche das einmal. Danke. Finde ich super, dass du deine Bewaffnung so freiwillig mit uns teilst. Dann du. Dann kommt wieder jemand von hier unten. Das habe ich. Mag es nicht. Habe ich gehört. Noch ist er nicht um die Ecke. Nicht um die Ecke. Nicht um die Ecke. Jetzt kommt er um die Ecke. John Wick. Hä? So, genau wissen, wer wann um die Ecke kommt. Nice. Okay, cool. Weiter, weiter, weiter. Mehr, mehr, mehr. Server. Das Geklicke mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn es direkt am Anfang klickt. Oh. Dann weiß ich nämlich, hier ist ein... Waffenboy. Kein Freund. Und auch noch ein Boy mit einer roten Knarre. Das heißt, die kann ich nicht mehr aufheben. Die bringt mir gar nichts. Das Katana könnte ich benutzen. Wow. Die Frage ist, ist das eine gute Wahl aktuell? Ich würde gerne an das Sturmgewehr ran. Danke. Finde ich super. Dann du. Oh oh. Okay, den habe ich. Ist da hinten noch einer. Der kommt jetzt hier rum und will mich im Nahkampf fertig machen. Soll er es versuchen, der hat einen Katana, bringt ihm aber nichts, weil die können nur einmal was blocken. Okay, okay, ich muss wieder warm werden, ich muss warm werden. Die Bank. Ich bin hier, um eine kleine Abhebung vorzunehmen. Betrag, alles. Ich dachte schon, ich krieg den nicht, ne? Ja, 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 ich bin noch gleich bei dir. So, dann ist das Ding leer. Dann hauen wir jetzt irgendwie Leuten... Damit auf den Kopf. Das ist die Idee. Bumm. Rote Waffen, Mann. Warum ist das legal? Finde ich nicht geil. Der da ist... Nee, der hat auch keine Waffe. Ist egal. Okay. Du. Dann du. Und dann müsste das fertig sein. Okay. Rote Waffen sollten verboten werden. Ich wünsche, es gäbe irgendwie einen Hack, dass rote Waffen nicht existieren. Das finde ich cool. Querschläger oder Start-Katana?
Aber Querschläger wäre schon geil, weil Aim habe ich ja nicht. Ne, komm, wir machen mal Querschläger. Ich probiere jetzt mal aus, wie gut das funktioniert. Weil Aim besitze ich nicht. Das ist kein Begriff, den ich kenne. Ist beides nicht so geil, diese Situation, in der wir uns hier befinden. Hey, Start Katana geht auch so. Du musst dir einfach nur eins besorgen. Der hat das Ding gerade wieder aus der Luft gegriffen. Was ein Typ. Was ein Typ. Der hält das Ding quer. Wie ein echter Gangster. Cool. Cool, wo sind denn alle? Wo ich... Ja, Hallöchen. Nice, bleiben sie liegen. Dann testen wir das einmal, komm. Das erwischt ihn aber nicht. Oh oh. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Okay, alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Kein Grund zur Besorgnis. Kein Grund zur Besorgnis. Ich wollte jetzt einmal das Querschläger-Ding ausprobieren, aber es funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. Okay. Das heißt, die Kugeln aimen nicht vor. Die machen nicht das, was ich mache, wenn sie abprallen von der Wand. Die halten nicht vor, um dann Leute zu treffen, die sich bewegen. Die gehen einfach direkt dahin, wo die Leute sind. Was nicht immer funktioniert. U-Bahnhof. Das ist nicht gut. Das ist keine gute allgemeine Situation. Ich mag den Spawn hier gar nicht. Ich, kein Freund, du. Kein Freund von diesem Spawn. Gar nicht. Ich brauche mal kurz die Railgun. Fände ich sehr sozial, wenn ich die haben könnte. Dann du, ohne die Waffe kaputt zu machen am besten. Dann ist als nächstes... Hey! Der hat danach gegriffen. Muss ich aufpassen. Okay, ich habe ihn. Größte Bedrohung erledigt. Dann will der hier Stress. Meine Güte. Katana Boy. Down. Schrotboy. Down, glaube ich. Das war jetzt, glaube ich, ein Querschläger, der funktioniert hat, ne? Ich glaube, das hat jetzt funktioniert. Das ist ihm von der Säule abgeprallt und hat den dann getroffen. Die Bar. Gott, braucht man die Konzentration, Mann. Zwei rote Waffen? Bruder, lass mal. Nachher wieder gegen Leute mit roten Waffen kämpfen. Gar keinen Bock. Wie lebe ich noch? Hier habe ich keinen Schaden bekommen. Was ist denn da? Oh nein. Du, lass mal die Railgun stecken, bitte. Lass die mal stecken. Fände ich nice. Dann muss ich das werfen, weil er sonst abdrücken kann. Und das war's. So, langsam kommen wir wieder rein. Langsam werden wir wieder warm. Langsam kommen wir wieder ins Spiel. Und machen sie fertig. Granate oder statt Katana? Nee, Granate. Ich will nicht, dass die Sachen explodieren, weil sonst erledige ich mich irgendwann selbst. Das wird passieren. Gefängnis. Ja, gut. Mein Name Katana Boy. Kannst du kurz warten, bis ich... Dankeschön. Einfach kurz warten, bis ich wieder ready bin zum Hauen. Ich bait die einfach alle um Ecken rum. Das ist mir jetzt egal. Wir machen einfach Ninja-Action hier. Irgendwann müssen sie hier hochkommen. Weil die sind tendenziell zu blöd, irgendwas anderes zu machen. Hier ist ein Railgun Boy. Railgun Boy down. Der nächste bitte, der nächste. Rote Pistole. Allein schon dafür. Allein schon dafür, dann du. Und dann weigert sich der da hinten rauszukommen. Und yeah. Doch, das hat getroffen. Das will ich in Realtime sehen. Das war ein echt guter Wurf. Okay, einfach so ein bisschen Sidestrafen die ganze Zeit. Die Leute hochbaiten. Weil eben die KI ist eigentlich total dumm. Also die rennen immer auf dich drauf. Dann der, dann der, dann der. Und dann je. Oh, was ein Wurf. Das schmeckt. Das schmeckt lecker. So, Cluster ist fertig. Nice. Genau, das heißt, wenn man drauf geht, schaltet man einfach den aktuellen Cluster neu und muss nicht alles hier neu machen. Waffmeist-Hack. Meister. Warum heißt Waffen eigentlich Waffen? Keine Ahnung. Okay, erhöht die Reichweite und Geschwindigkeit von Nahkampfwaffen. Das heißt, also übersetze ich das zu Waffenmeisterschaft quasi, ne? Weil ich gut damit umgehen kann. Okay, mach sie fertig. Ja, so krass ist das aber nicht. Das ist gefühlt ein halber Meter mehr? Also so krass ist das jetzt nicht, du, muss ich sagen. So, das kommt einmal dazu. Nice. Hund 2. Mem. Ach. So, heiliger. Sorry, leer werde ich nicht. Kalt, Angst tut weh. Beim ersten Mal war es nur so, ja, guter Junge, gutes Hundi. Und jetzt Angst, kalt, tut weh. Das liest sich wie in so einer SCP-Story, ne? In so einem Transkript von einer Erkundung oder so. Knoten 4 oder Knoten 4a? Komm, erstmal Knoten 4. Erstmal Knoten 4, bevor wir mit 4a weitermachen.
Dann fangen wir erstmal mit dem an, was gefühlt länger ist oder länger klingt. U-Bahnhof, kannst du aufhören, vor mir wegzulaufen? Rück raus, das Ding. So, dankeschön. Ist jetzt in den Besitz der Allgemeinheit übergegangen worden. Oh nein, es sind die Typen. Ja, wenn man die nämlich abknallt, dann regnet's. Dann lassen sie es regnen. Oh nee, die mag ich nicht. Das funktioniert nicht. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist Jason Bourne. Habt ihr das gesehen? Ist einfach ausgewichen, der Typ. Dann du. Dann du. Ha, jo. Hat funktioniert. Du. Okay. Jetzt kommen die neuen Gegner. Ich wusste, es passiert immer. Die sind so nervig, Mann. Waffenmeister oder Superwurf. Dann lieber das mit den Nahkampfwaffen. Die sind so... Oh, die werden mich mehrfach erwischen, ich sag's dir. Die sind so krass nervig. Das ist so schlimm, weil immer wenn man sie erledigt, muss man Deckung suchen oder halt richtig gut aufpassen, wo man hintritt. Weil die lassen es halt wirklich regnen, als wären sie in einem Club und haben unbegrenzt Geld zur Verfügung. Es geht gefühlt mehr in Richtung der Gegner als in meine Richtung, was da aus denen rauskommt. Oh Gott, ist das nervig. Aber das sind, glaub ich, wirklich bisher die einzigen Gegner, die dich durch ihre pure Anwesenheit zwingen, anders zu spielen. Ja, ja, wir haben es verstanden, du bist cool. Das ist ein Ninja-Boy, ja, ich hab's schon gerafft. Was ist denn hier los? Wie viele sind das denn? Zu dritt kamen sie da die Treppe hoch. Du. Das ist ja so eine Frechheit, die ich nicht dulden werde. Der Server. Bitte nicht direkt da. Direkt vor mir? Wenn ich den fertig mache, bin ich dead. Es sei denn, ich mach das hier und warte darauf, dass er die Treppe runterkommt. Erledige ihn dann und lauf ums Eck. Das funktioniert. Oh Gott, hier werden mich die Spawns drauf mehrfach umlegen. Davor habe ich ein bisschen Angst, weil je nachdem, wie man spawnt, kann man denen nicht ausweichen. Ah, du bist doof, zum Glück. Okay, das ist ein Railgun-Boy, glaube ich. Oh ja, der ist zu weit weg. Okay, gib her. Hier war doch noch ein Explosivmann, oder? Nee, falsch gesehen. Habe ich falsch gesehen. Dann du. Und dann war es das schon. Okay, doch, da hinten war ein Explosivmann. Siehst du mal? Habe ich es doch gesehen. Durchschuss oder Kugeln plus mehr Munition. Ich brauche hier alle Muni, die ich kriegen kann. Ich brauche alles, was möglich ist. Ich brauche Waffen, viele Waffen. Die Küche. Deckung. Es ist wie eine Handgranate, Mann. Laufende Handgranaten. Okay, dann du. Wenigstens habe ich jetzt viele Waffen in meiner Nähe. Das ist schon mal gut. Du. Du. Bis jetzt alles gut. Alles gut. Du, ich habe noch so viel Munition. Hier ist wieder jemand, der mir auf die Nerven gehen will. Okay, das war aber auch der letzte. Das heißt, die haben Priorität, okay? Wann immer ich Gegner sehe, eine Gruppe von Gegnern, und es einer von denen ist, das muss zuerst sein. Das... Bruder! Hey! Jetzt aufhören, von mir wegzurennen! Ich bin erledigt. Nee, ich hab Glück gehabt. Ich hab Glück gehabt. Okay, es hat mich nicht weggeregnet jetzt. Hey, dieses Weggelaufe vor mir. Habt ihr Angst? Ich glaube, da hat jemand Angst. Hätte ich aber auch... Hat er das jetzt mit seiner Waffe blockiert oder was? Ich glaube, ich bin auch erledigt. Es sind zu viele. Es sind zu viele Waffenboys aktuell. Ah, der hat seinen Teammate gerade erwischt. Nee, noch lebe ich. Aber eigentlich sollte ich das jetzt schon neu starten, weil ich habe ziemlich früh ein Herz verloren. Aber wir gucken einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, dann spiele ich es einfach nochmal. Ist ja egal. Ich meine, ich bin zur Hälfte durch, aber ich kann mein Leben auch nicht wieder auffüllen. Ne? Es ist kein Ding, was geht. Ich habe jetzt noch ein Herz. Wenn ich getroffen werde, bin ich vorbei. Ich muss noch so weit. Doch, füllt alle Herzen wieder auf. Muss sein. Muss sein, habe ich wieder Sicherheit. Yakuza. Okay, ich hätte gern Start Katana oder Start Waffe. Du, da wäre ich so dankbar. Erwisch ihn. Ist das dein Ernst? Weißt du, einmal Glück, da bräuchte man einmal Glück im Leben, das Spiel sagt nein. Ich will nur einmal Glück. Ein bisschen zumindest. Kleines bisschen. Nicht mal richtig, nur ein bisschen. Kleines bisschen, niemand hinter mir. Alles gut. Alles gut. Du. War jetzt erst wieder geladen. Der hätte auch abgedrückt. Ich habe schon den Muzzle Flash gesehen, aber irgendwie ist es nicht rausgekommen. Du. Okay, ja. Ich sehe dich schon. Es ist mir klar, dass du existierst. Du, und das war's.
zum Glück habe ich jetzt den heilen Hack gekriegt. Disco, yes, jetzt wird geballert, Boys. Jetzt wird geballert, hier liegt direkt eine Pistole auf dem Tisch. Ist eine normale Disco in dem Fall. Und ich habe ihn nicht getroffen. Okay. Jetzt muss ich super vorsichtig spielen. Ist die Hölle los. Hier drin sind immer die meisten Gegner gefühlt. Das ist abartig. Das ist richtig krass. Okay, du läufst direkt auf mich zu. Dankbar. Sehr dankbar. Der dann kann ich hier aber Deckung suchen, das ist gut. Der da ist der Nächste. Okay. Keine Muni. Das regeln wir. Da haben wir noch was. Und das war's auch schon. Okay, der Track ist cool, aber ich kann ihn jetzt nicht am Laufen halten, weil es einfach so viele Leute sind, dass ich ein bisschen vorsichtig sein muss. Schnell bewegen, nachladen. Schneller chargen. Ja, einfach in der Gegend rumspringen und so ein bisschen. Na, das wäre schon geil. Labor. Keine Waffe. Don't do it. Don't do it. Warte, der kann für mich eine Kugel fangen. Warte mal. Oh oh. Ich dachte jetzt, ich benutze ihn als Schutzschild, aber es kam gar nichts in meine Richtung. Das ist, glaube ich, auch random, wo das Zeug hinfliegt, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass es irgendwie auf dich fokussiert ist. Ich glaube, es ist wirklich einfach vollständig random. Ja, du. Ich muss aufpassen, dass niemand hinter mir spawnt, sonst haben wir ein großes Problem. Du. Okay. Ninjago ist auch hier. Cool. Ja, da ist es, siehst du? Deswegen sage ich es. Deswegen sage ich es, sonst wird es nämlich peinlich. Du. Nochmal einer. Keine Munition, das regeln wir. Okay. Er hat nur die Scheibe kaputt gemacht, noch hat er nicht auf mich. Also er hat schon auf mich geschossen, aber nur die Scheibe erwischt. Weil irgendwie Scheiben machen hier Kugeln kaputt, ne, die fliegen da nicht durch. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Kanalisation, ich würde so gerne mal mit einer Waffe anfangen, Mann. Müsste ich das hier nicht machen die ganze Zeit. Direkt am Anfang chargen ist halt Verschwendung, wenn jemand kommt. Weißt du, was ich meine? Oh. Ich wusste doch, ich habe das rote Leuchten gesehen. Okay, du rennst nicht rein. Natürlich. Logisch. Danke dafür. Danke für gar nichts. So, einfach regnen lassen. Funktioniert. Dann ist hier kein Spawn. Alles gut. Shotgun, Boy. Gib her das Ding. Den Boomstick. Dann nehmen wir das hier. Es funktioniert gefühlt fast besser. Du. Und das war's. Wir kommen hier durch. Am Anfang hatte ich Zweifel, weil ich ein Herz verloren habe. Aber jetzt ist alles gut. Die Korridore. Was für ein interessanter Name für ein Level. Ich hätte chargen sollen. Warum habe ich nicht gecharged, ich Idiot? Ich hätte chargen sollen. Es könnte alles so einfach sein, hätte ich gecharged, Mann. Es wäre kein Problem, hätte ich die Intelligenz zu chargen. Dann wäre ich nämlich einfach durch die Kugeln durchgecharged. Dann wäre alles gut. Dann gäbe es kein Problem. Alles Gucci. Wir wären komplett Gucci. Aber nein, nein, das kriege ich ja nicht hin, ne? Das machen wir nicht hier. Machen wir nicht. Du. Okay. Es ist ein Tanz. Auf Messers Schneide, weil ich habe noch ein Herz. Willkommen in meiner Welt. Okay, ich hab's. Ich hätte den ersten einfach. Ich hätte einfach durch die Kugeln durchchargen sollen. Dann wäre das easy peasy gelaufen. Aber nein, ich wollte, dass es spannend wird, okay? Ich versuche ja auch einen Spannungsbogen aufzubauen. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, wie ich es gemacht habe. Ach Gott, alternd. Bruder, ich bin 25. Ich bin kein alter Mann. Das ist wieder sowas. Das ist wieder so eine Geschichte, dass ich älter werde. Dass ich so lange... Kein Höhepunkt. Dass ich so lange hier im System chille, dass ich schon alt werde. Keine Auflösung. Ja, es führt nirgendwo hin. Das ist die Moral der Geschichte, ne? Es gibt nichts. Es wiederholt. Ja, es gibt nichts, was ich erreichen kann. Die Geschichte wird nicht aufgelöst. Es gibt kein Ende. Ich mache das einfach nur, weil ich süchtig bin. Das ist dieser Boss. Der Sound geil. Alles wiederholt sich nur, stand da, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht gelesen, weil ich auf den Hintergrund geachtet habe und den Sound komplimentiert habe. Dem Sound Komplimente gemacht habe. Das andere ist, glaube ich, kein richtiges Wort, zumindest nicht in dem Kontext. Okay, ja, wir legen mal den nächsten dazu. Mehr. Ja, immer, immer mehr. Mehr und mehr. Steht da nochmal mehr? Kriegen wir nochmal mehr? Ja, da ist es. Da ist es. Ende. Mehr. Okay. Ja, wir setzen mal den nächsten dazu. Es geht halt immer weiter, es hört nicht auf. Super hot. Es hört einfach nicht auf. Mehr. Da ist es. Oh, jetzt kommt aber wieder so ein Story-Ding. Die Gier hat dich im Griff.
versteinert deinen Verstand. Nichts wird dich befreien. Ja, jetzt bin ich stuck, ne? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Okay, und wir starten wieder unten. Jetzt muss ich wieder nach oben navigieren. Okay, hier ist der... Hier wäre der Übergang auf die nächste Ebene. Hier würde ich eine Ebene nach oben kommen. Okay, Knoten 5. Es gibt noch mehr. Mache ich aber nicht. Ich will noch ein bisschen mitnehmen, weil es gibt bestimmt noch Hacks und so. Bin ich mir sicher. Komm, wir machen noch 4A. Machen noch 4A. Es gibt bestimmt noch ein paar gute Hacks. Alter, ist das lang. Ein paar gute Hacks, die ich mitnehmen kann. Stand da Studio? Ich glaube, da stand Studio. Rück die Knarre raus. Ich kann sie nicht aufheben. Jetzt. Okay, zum Glück habe ich den getroffen. Zum Glück habe ich den erwischt. Gut, dann holen wir einfach alle mal hier hoch. Und gucken dann, wie wir weiter verfahren wollen. Das ist zum Glück eine sehr große kritische Trefferzone. Habe ich Glück gehabt. Okay, dann niemand hinter mir. Kein Explosivboy, by the way. Das ist gut. Das gefällt mir. Das kam von unten. Ja. Das kam von unten. Dann ihr beide. Beide auf einmal. Cool. Okay, gibt es hier keine Explosivboys? Ich denke nicht. Explodieren... Das, der Shuriken-Hagel. Ja. Ja. Weil gefühlt werde ich heute öfter getroffen. Als normal. Die Küche. Ein rot... Weißt du, da will ich schon mal mit einem Katana anfangen, aber alles, was ich kriege, ist ein rotes. Mann. Das ist ein Scam. Man hat mich gescammt. Wurde abgezogen, okay? Das ist nicht geil. Ja, ja, ja. Ich blockiere Kugeln. Ninja Boy. Du... Große Trefferzone, danke. Okay, ich dachte, das wäre es. Deswegen habe ich den jetzt so komplett weggeblastet. Jetzt ist vorbei. Super. Gut, 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 gut. Bis jetzt kommen wir sehr gut hier durch. Kanalisation. Ach, ich mag Kanalisation nicht. Mann, da stinkt's. Wag es nicht. Real Life Lean. Bruder, du läufst ganz doof. Der läuft ganz blöd, der Typ. Jetzt. Jetzt, der greift sich die Knarre, anstatt mich zu engagen. Hä? Okay, du. Hat er sich gerade weggeduckt? Ich hab's doch gesehen, der hat sich von der Kugel weggeduckt, der Boy. Das Bein. Es ist von allen Dingen... Ja, hier schießt gleich wieder jemand. Das Bein. Okay, du. Die ist nah, die habe ich gespürt. Okay, du. Du. Wie viele denn noch, Mann? Wow. 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 Owen Wilson. Wow. Ist jetzt auch mal gut. Jetzt ist gut. Super. Zombie-Modus, wie gesagt. Ich sag's euch, Zombie-Modus. Dojo. Nicht gut. Keine gute Ausgangsposition für einen Fight. Furchtbarer Spawn. Keine Waffe in direkter Nähe. Shotgun-Mann direkt ums Eck. Kann nicht viel schlimmer werden. Kann eigentlich nicht viel schlimmer sein. Und noch ein roter Pistolenboy. Die Pistole ist die beste Waffe im Spiel. Don't add me. Don't add me. Die Pistole ist so gut. Na, das weiß auch der. Das weiß auch der. Deswegen hat er eine. Weil das Sturmgewehr feuert mir zu viel. Die Pistole ist einfach nur... Hier, klicken und fertig. Außerdem fliegt die Kugel gefühlt richtig schnell. Ich weiß auch nicht. Ich mag die Pistole am liebsten. Gut. Granate oder zu viel... Ja, endlich. Da ist es, jetzt muss ich nicht mehr geiern direkt am Anfang. Die Bar. Oh. Was kriege ich? Sturmus Gewehrus und ich spawn im Klo. Nicht gut. Ja, wobei, das ist gar nicht mal so schlecht. Der rennt natürlich nicht. Außerdem, die Spritze hier ist ein schönes Detail. Gell? Bum. Bum, 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 bum. Big Shack. Hab ich den? Jawohl. Schon jetzt keine Muni mehr. Du hast dich erschrocken, ich habe mich nicht erschrocken. Wo ist die Pistole? Wo ist die Pistole hin? Ich finde sie nicht. Ich finde die Pistole nicht, ich finde seine Waffe. Okay, was hat mich jetzt... Was von allem war das? Die Shotgun? Okay, ich mache das nochmal. Ich zeige das jetzt nicht, weil wir waren schon zur Hälfte durch. Wir sehen uns, wenn ich durch den blöden Cluster durch bin. Was hat mich gerade gekillt? Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich weiß nicht, warum der Cluster jetzt so problematisch war. Ich muss das jetzt dreimal versuchen. Aber
Ich hab ihn. Kriegen wir irgendwas Gutes dafür? Quarantäne instabil und wieder so ein Hundeding. Okay, Befehl warm, Futter, Liebe, Befehl, Fehler, kalt tut weh. Ja, das ist ganz schnell düster geworden. Was ist das hier? Ah, das ist wieder so ein Ding. Alles klar, der Effekt, das ist so kaputt. Das ist so komplett kaputt. Und hier sind sie am Trainieren. Sind das Kopien von mir, weil es mich 100 Mal gibt? Ich habe keine Ahnung. Das sieht so cool aus, aber wie gesagt, das tut im Gehirn weh. Wirklich, ein Shuriken. Zurückrufen, Chor. Dein Katana kehrt in deine Hand zurück. Bin ich ein Jedi-Ritter, oder was? Das ist cool. Das ist, ich kann immer wieder mein Schwert rufen. Alles klar. Das heißt einfach so, und dann erledigt das auch alles, was es auf dem Weg zurück erwischt. Das ist cool. War das nicht früher eine Klasse? Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, gab es doch... Wow. Jetzt. Gab es doch Klassen. Oder? Jetzt nicht mehr. Jetzt sind das alles Core-Module. Ich könnte schwören, das war früher eine spezifische Klasse. Aber eben jetzt ist... Was hat der denn für eine komische Bewegung? Jetzt sind das Core-Module. Mal jetzt. Ich bin erledigt. Ich weiß ganz genau, warum ich das nicht gern mache. Warum ich die Klasse damals schon nicht so cool fand. Weil das ist halt einfach... Weiß nicht, der Charge ist 100 Mal besser. Jetzt kann ich das alles nochmal. Ja, wir sehen uns, wenn das durch ist. Das ist jetzt einfach nur ein Tutorial. Ich will das jetzt nicht nochmal alles zeigen. Da schlafen die Leute ja ein. Und... Okay, dann so, dann ist der dann. Es ist schon cool. Es sieht schon cool aus, aber es ist... ich weiß nicht. Fast zu situationsabhängig für meinen Geschmack. Alles klar. Alles klar, Railgun Boy. Wo ist mein Katana jetzt hingeflogen? Bitte, wenn ich fragen darf. Was war das denn, ey? Das ist nicht gut. Ich überlebe es trotzdem. Okay, ich habe mein Herz verloren. Nein. Das machen wir nicht. So spielen wir nicht, okay? Das spaßt dir einfach. Spaßt dir einfach dann so zurückrufen, dann ist es wieder bei mir. Wie gesagt, ist geil, aber zur Situation ist vielleicht der Charge ist besser, damit kommt man besser aus Gefahrenbereichen raus. Fühle ich jetzt nicht so, dass den zurückrufen Kern. Wie gesagt, du siehst unglaublich geil aus dabei, aber ja, nee. Und noch eine Memory. Brenn das Drecksloch nieder, alles nur Sadisten und Idioten. Michael ist der Schlimmste von ihnen. Eines Tages werde ich ihn in... Okay, sehr cool. Cool Story, Bro. Ich würde einfach sagen, das war es für dieses Mal hier bei Superhot. Mind Control Delete. Es wird langsam deutlich schwieriger. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich was neu starten musste. Und auch was mehrfach probieren musste. Ja, doch, es wird herausfordernder. Aber ne, man wird auch währenddessen besser, behaupte ich einfach mal. Also ist das bis jetzt relativ balanced. Ich frage mich aber, ob es irgendwann einen Punkt gibt, wo es einfach nur noch auf die Nerven geht. Möglich wäre es. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da ein bisschen Like-Button aufs Maul. Und lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Super hot, super hot, super hot.